Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Mittwoch, der 6. Mai 2020 und allmählich lockern sich einerseits die Stay-at-Home-Auflagen der Corona-Zeit, sodass ich mich frage, ob ihr mich wirklich jeden Abend hören möchtet oder jetzt, wo man wieder ausgehen wird und andere Dinge tun wird, vielleicht nur jeden zweiten oder dritten. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr mich weiter begleiten möchtet durch meinen Schreibstübchen-Alltag, in dem sich alles Mögliche stapelt. Ich könnte heute gleichzeitig über das Thema der Erinnerung über Generationen einerseits sprechen. Andererseits habe ich nicht vergessen, dass ich über ein anderes Kriegskind, auch wenn es sich als solches niemals betrachtet hätte, sprechen wollte, die Malerkollegin von Georg Eisler, Sarah Haffner, geboren 1940, eine der Mitbegründerinnen des ersten Frauenhauses in Berlin, eine große Malerin, die leider nicht mehr am Leben ist. Oder ob ich weiter darüber sprechen soll, dass schon der Schriftsteller Emile Zola sich darüber aufgeregt hat, dass es in der Kunst nicht nur ums Geld ging, allerdings dann eine knallharte Konsequenz daraus gezogen hat, nachdem er als junger Mann bei Hachette in der Verlagsauslieferung gearbeitet hat und erkannte, dass die Literatur ein Handwerk, ein Gewerbe ist und der geistige Wert eines Werkes keineswegs immer verbirgt, dass es seinen Verfasser ernährt, falls nicht ein glücklicher Start und eine geschickte Reklame nachhelfen, gewisse Kniffe und Intrigen und das Spiel der Beziehungen. Keinen Augenblick bringt ihn das, was er da zu lernen hat, aus der Ruhe. Ein Buch ist dazu geschaffen, verkauft zu werden, und jedes Mittel ist recht, wenn es zum Erfolg führt. Das fand ich natürlich sehr lustig, das in einem Buch zu finden über einen Schriftsteller von 1860, 70, 80. Parallel dazu habe ich heute einen alarmierenden Brief meines Verlages, Mitteldeutscher Verlag, in dem die kleine Großmutter und Mr. Thursday erschienen ist, erhalten, wie dramatisch die Situation für die kleinen unabhängigen Verlage ist. Und jetzt erlaube ich mir einfach mal zwei Wolten heute. Zum einen freue ich mich, wenn die, die öfters diesen Vlog hören, ohne dass sie ihn bisher abonniert haben, sich vielleicht doch überlegen, mit zwei Klicks und einer E-Mail-Adresse anzumelden, denn dann bekomme ich durch eure Abonnements zum einen eine klare Rückmeldung, dass ihr das gerne guckt, dass ihr es auch weiter gucken möchtet, und zum anderen werde ich dann durch den Algorithmus bei YouTube auch anderen vorgeschlagen, dass sie das hier hören. Und letzten Endes ist das vielleicht auch ein schöner Weg, meine Leser und Leserinnen zu erreichen und Reklame in Solars Sinne zu machen für meine Bücher, aber auch die Bücher meines kleinen Büppel Verlags, den ich ja auf meinem Kanal auch vorstelle, für die Künstlerinnen und Autorinnen, die tolle Sachen in die Welt setzen, ohne die diese Welt auch nicht sein möchte, aber auch auf den Mitteldeutschen Verlag gerne aufmerksam machen möchte, der ein unabhängiger Verlag ist. Was heißt unabhängiger Verlag heute? Das bedeutet, dass jemand sich vornimmt, Literatur, die er wertschätzt, an den Mann, an die Frau zu bringen und nicht nur darauf zu rechnen, was der vermeintliche imaginäre Leser, über den ich ja auch schon gesprochen habe, haben will. Also der sozusagen den guten alten Impuls als Verleger, sich einzusetzen für neue Stimmen, die die Wirklichkeit erkunden, ernst nimmt und natürlich es dann manchmal nicht so leicht hat, wie jemand, der etwas bedient, wovon er weiß, es ist die sichere Nummer, es ist die Unterhaltung, es ist der Krimi, es ist das, was sowieso schon sich leicht verkauft. Natürlich spielt auch das Glück immer eine große Rolle. Es spielen die Buchhändlerinnen eine Riesenrolle, die etwas weiter erzählen. Aber nach wie vor gilt die goldene Regel der Mundpropaganda. Nichts ist so wertvoll wie ein glücklicher Leser. Und es ist ja auch so, das, was wir gerne lesen, das, was wir mögen, ist so subjektiv, dass ich manchmal sage, ich möchte ja auch nicht jeden Mann küssen, den ich auf der Straße sehe. In diesem Sinne also eine kleine Ermunterung, uns zu unterstützen auf diese Weise, aber auch zu sagen, ich habe bei diesem Vlog sehr große Freude daran, einerseits auch auf die Bedingungen des Romanschreibens aufmerksam zu machen, Dinge, die man sonst vielleicht nicht erzählt, auf Themen, die mir kreuz und quer unterkommen, bei denen ich aber einen Gedanken verfolge, wie zum Beispiel eben im Moment den, worum geht es eigentlich in der Kunst und in der Literatur, wenn wir von Wirklichkeit sprechen. Von welcher Wirklichkeit sprechen die Malerinnen
und Künstlerinnen seit vielen Jahrhunderten und Jahrzehnten? Und wer hat die Deutungshoheit über die Interpretation dessen, was wir als Wirklichkeit erfahren? Heute ist die Wirklichkeit so komplex geworden, dass wir auch damit leben müssen, diese vielen Interpretationen miteinander zu verbinden. Und für mich ist die Kunst und die Literatur eigentlich der Ort, wo wir das ein bisschen üben, egal ob wir über Solar sprechen oder über Sarah Haffner. Und da in dieses gemeinsame Nachdenken einzutreten, lade ich euch weiter ein. Und jetzt sind die 5 Minuten schon um und ich verabschiede mich heute mal ein bisschen kraut und rübig, aber freue mich auf morgen. Bis dahin.